Hey ho, meine Lieben, heute gibt's endlich mal wieder ein richtig ordentliches, leckeres Video. Obwohl, lecker waren sie ja alle in letzter Zeit. Und heute bekomme ich Besuch und ich sage jetzt noch nicht, wer kommt zu Besuch. Ja, was machen wir denn heute? Wir machen, also ich mache leckere Burger Dogs. Dazu ist mir etwas passiert. Ich habe am Samstag extra noch Hackfleisch eingekauft. Und Leute, ich sag's euch, ich musste leider 1,5 Kilo Hackfleisch in die Tonne befördern. Da werde ich mich morgen dann ganz schön drüber aufregen und hoffen, dass ich mein Geld wenigstens dafür wieder kriege. Schauen wir mal. Ja. Und jetzt muss erst einmal das andere Hackfleisch auftauen. Ich habe Charolais-Hack raus und australisches Rinderhack. Das werden wir nachher zu einer schönen Masse verarbeiten. Wie genau, zeige ich euch dann. Dann machen wir draus Würstchen. Werden die schön mit Bacon einwemsen, hätte ich jetzt fast gesagt. Einwickeln. Ja, und so machen wir dann unsere Würstchen für die Burger Dogs. Unser Hiwi, Sandmännchen, wie hast du noch geheißen? Humpelstilzchen. Oder auch, ja, das Männchen halt. Der ist immer noch da, packt sich jetzt so langsam zusammen. Und ein paar sind ja dabei, die gerne wissen möchten, was wir so die ganze Woche an der Karre getrieben haben. Und genau denen zeige ich das jetzt noch ganz kurz. Und ja, gucken wir ganz schnell noch hinter. Und danach geht es dann auch schon drinnen weiter. Alle anderen müssen halt jetzt die nächste Szene vorklickern. Wir, ich, ja, Hiwi und meiner einer halt, haben diesen Volvo einmal komplett hier ringsherum aufgefrischt, frisch lackiert. Und jetzt ist er halt soweit, dass er ihn endlich aufladen kann und sich verdrücken kann. Aber erst nach dem Essen, oder? Auf alle Fälle, Kotflügel und Anbauteile fehlen noch. Das heißt, Sandmännchen kommt wieder. I'll be back, oder wie war das? Ganz genau. Nächstes Wochenende. Ja, gibt's ihn dann wieder zu sehen. Okay, in mindestens ein oder zwei Videos wird er seinen Gastauftritt haben. Aber jetzt, Leute, schauen wir endlich rein, dass wir mit unserem Essen weiterkommen. Juche, was haben wir denn jetzt alles? Also 500 Gramm von unserem Charolais, 500 Gramm von dem australischen Rinderhack, Steakshop-Ware. Dann habe ich hier jetzt noch ein bisschen Bacon mit rein. Und dann können wir eigentlich schon mit den Würzen anfangen. Da halten wir uns heute etwas zurück. Wir nehmen etwas Paprika. Salz haben wir ja eh schon, den Bacon mit drin. Dann brauchen wir vom Salz nicht allzu viel. Und Bacon kommt ja auch noch außenrum. Und etwas Pfeffer. Dann nehmen wir einen schönen Schwups Worcestersoße. Ein bisschen zumindest. Eigentlich heute fast schon zu schade für das Charolais und das andere Rinderhack, aber tja, was soll ich heute machen? Das war jetzt die einzige Möglichkeit, nachdem das andere Hack nichts mehr war. Und dann noch einen schönen Schluck Ketchup. So, das war es eigentlich schon. Und dann kann man das Ganze jetzt mal ordentlich durchkneten und vermischen. Ja, und danach wird dann gleich der Bacon ausgepackt und wir können unsere
Würstlein formen. Oder ich hol meine Presse. Nee, die machen wir mit der Hand. Alles handmade heute. Freunde, fertig geknetet. Ich habe mir jetzt 9 Hackfleischbällchen gemacht. Jedes einzelne wird ein Würstchen. Wie viel ihr macht, wie groß, das bleibt natürlich jedem sich selber überlassen. Dann popeln wir hier gleich einmal den Bacon auseinander. So. Nehmen wir uns unser erstes Hackfleischbällchen. Machen uns unser Würstchen da draus. Gut, ich hätte das jetzt durch diese Chivapchichi-Presse durchjagen können. Dann wären sie alle schön gleichmäßig gewesen, aber ja, das wollte ich dann doch wieder nicht. Ein bisschen Unterschiede wollen wir ja haben. So wie einem, ja, das Würstchen gefällt. Dann nehmen wir an Bacon und fangen den einfach an, drumherum zu tüdeln. Und dann sehen wir auch schon, dass wir ca. 3 Scheiben Bacon pro Würstchen brauchen. So, die Enden lasse ich offen. Und so mache ich jetzt alle 9 Stück fertig. Ja, die lege ich hier in meine Schale rein. Und dann kommen sie dabei nochmal in den Kühlschrank. Und wisst ihr was? Ich zeige es euch dann, wenn die 9 Stück fertig sind. Ta-da-da-da. Ja, fertig sind sie. Alle 9. Die stellen wir jetzt noch, bis sie draußen auf die Platte kommen, in den Kühlschrank. Ja. Und der Besuch wäre dann auch schon da. Hallöchen Manuel mit Anhang. Hallo. Ja Freunde, ich habe mir alles hergerichtet. Den Monolith, den wollte der Manuel. Was es darauf gibt, da seht ihr ein extra Video. Das kommt dann beim Manuel. Ein bisschen Öl brauchen wir für die Feuerplatte auf der Pyrontonne. Ja, und hier sind schon meine Zutaten. Meine Bacon Burger, Dogs, hau mich tot. Ja, unsere Würstchen halt. Hotdogbrötchen habe ich zur Fertige genommen. Reicht vollkommen aus für einen schnellen Mittagsmampf. Paar Zwiebeln, die werden wir jetzt dann erstmal anbrutzeln. Paar Tomaten und ich sehe gerade, hier fehlt noch etwas Salat. Ja, wenn die anderen nicht irgendwo da hinten verschwunden wären, hätte ich jetzt meinen Schatz sagen können, schneid den Salat. Aber ich gehe mal davon aus, dass er das dann gleich macht. Und ja, ich werde jetzt dann in wenigen Augenblicken anfangen mit den Zwiebeln. So Leute, wenn die einfach einen auf Verschwindibus machen, fange ich jetzt einfach mal an. Dann hat halt der Higi keinen Salat drunter. Der hat halt dann Pech gehabt. Wir brutzeln uns jetzt halt erstmal. Hui! Hitze, Hitze, Hitze. Unsere Zwiebeln schön sauber an. Hier spielt die Bröckingzange wieder ihren Vorteil aus, mit der einen Seite abgeflacht. Da kann man nämlich auch wunderbar jetzt die Zwiebeln umdrehen. Wie gesagt, die schmoren wir bloß ein wenig an. Nebenbei, da wir ja ein Hiwi loswerden wollen, legen wir gleich unser erstes Würstchen hier mit drauf. Jo. Das Würstchen natürlich drehen und wenden. Der Bacon soll ja wunderschön knusprig werden. Und der Michi, der Sack, weil einfach das Video ohne mich gemacht oder was? Will er mich verstecken? Ja. Hä? Ich habe schon gehofft, dass ihr einfach verschwunden seid. Ja, ich muss ja erstmal mal kurz
die Kinder bespaßen, dass ich da auch meine Zeit und Ruhe habe. Und das Würstchen hole ich mir wahrscheinlich gleich. Was würdest du damit? Das erste ist jetzt Versuchswurstchen für Hiwi. Wie gesagt, der hat noch eine ganze Ecke mit seinem Anhängerle Holz zum Fahren. Oh ja. So langsam wird das Würstchen vom Hiwi. Und naja, in der Zwischenzeit lege ich jetzt einfach mal schon die anderen ringsrum drauf, dass die auch schon mal anfangen können zum Brutzeln. Der Augenblick ist gekommen, und wir können Hiwi die Brötchen mit oder das Brötchen mit drauflegen. Und dann wär's soweit, dass wir die ersten Utensilien vom Grill nehmen können. Jo, da kommt auch der Salat. Und wir gehen hier rüber ans Brett. Ein bisschen Salat muss sein, ohne dem geht gar nichts. So, und jetzt schauen wir uns unser Würstchen mal von innen an. Hui, sieht das gut aus. Astrein, wunderbar. Etwas Röstknoblauchsoße vom Hauptstadtgriller, da kann man natürlich auch drauf tun, was man will. Ein paar Zwiebelchen dürfen nicht fehlen. Und weil der Hiwi ja heute ganz gesund leben will, kriegt er noch zwei Tomaten. Kriegt er mindestens zwei Tomaten. So. Und tada, fertig wäre unser Hotdog sozusagen. Ja, den darf sich jetzt der Hiwi schmecken lassen. Jo. Und du, bevor du jetzt auf ein Pisserle machst, mach erst nochmal ein Probiererle. Jo, was werden wir jetzt machen? Ich kann ja mal anschneiden hier, ohne den zu zerfleddern. Sollst du festhalten. Lecker ausschauen tut's schon mal. Oh, die müssen wir ein bisschen kleiner machen. Ab in Hals. Fleischwurst probieren. Oder war das Fleischwurst? Ich sehe das hier so auf dem Display nicht so ganz. Wegen der Sonneneinstrahlung. Lecker. Richtig lecker. Na also. Gut. Das war dann so ziemlich die letzte Einstellung für diese Woche mit dem Hiwi, unserem Sandmännchen. Und hängt da nicht wieder alles im Bad rein. Das am Drehen und Wenden von unseren Würstchen. Wunderbar, wunderbar. Bald gibt's die nächsten. Thank you.
Pass auf, keine blöden Ideen kommt. Die Schlussszene habe ich gefilmt. Manuel, weg mit dem Handy beim Essen. Wir wollen jetzt endlich hören, was du dazu sagst. Bis der fertig ist, ist es kalt. Ja, ich jetzt mal Essen hier fotografieren, ne? Würdigt mich der andere hinten, vor die Kamera zu kommen. Unglaublich. Jetzt hilft dir das Teil rein. So, jetzt komme ich ja nicht in den Genuss. Und das Lustigste ist, ich weiß nicht mal, was das überhaupt ist und was da drin ist, weil ich bin erst gekommen, als das Ding schon fertig war. Kann man essen? Sehr gut. Na also, wunderbar. Dann brauche ich heute nämlich kein Probiererle mehr machen. Kann ich jetzt auch endlich mal in Ruhe essen. Schmutzfink Faktor 6, würde ich sagen. So muss es sein. Jo, jetzt noch mein schnelles Fazit. Es war gigantisch lecker. Ich habe hier jetzt noch ein paar Reste übrig. Tu noch die zwei Brötchen vortoasten. Falls Patricia noch kommt, dann kann man das noch kurz nochmal aufwärmen. Ja, also ich würde sagen, das war ein voller Erfolg. Oder Manuel? Absolut. Ja, kommst du auch hinter die Cam? Oder vor die Cam? Absolut nicht. War richtig, richtig geil. Ja. Die Soße war auch gut. Ja. Das Fleisch war nicht trocken. Wunderbar. Und Bacon außenrum, Knallersache. Ja. Super geil. Und jetzt bin ich gespannt, was du uns zauberst. Das sagen wir hier in meinem Video nicht. Nein, das sagen wir nicht. Weil dazu müsst ihr selber zum Dyson-Block. Ja, zum Dyson-Block gucken. Richtig. Okay, Leute, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.